Hallo Leute, mein Name ist Maximilian Pollux und das hier ist mein YouTube-Channel. Wir sind noch im schönen München und Watson und ich haben einen ganz besonderen Gast, Alexander Würfel, der einen außergewöhnlichen Beruf hat. Du bist Cannabis-Patientenberater. Du hilfst also Leuten in allen Fragen rund um das Thema medizinisches Cannabis. Richtig. Ja, wunderbar. Wir haben uns auf der Hanf Parade kennengelernt und du stellst dich heute dem Verhör. Jawohl, da siehst du, ist nicht die erste Lampe, in die du so reinguckst. Okay, aber gut. Watson ist auch mit dabei. Was heißt das? Das Verhör sind die Community-Fragen. Das sind eure Fragen, die ihr an ihn gestellt habt. Und es beginnt immer mit drei besonderen Fragen. Die erste ist: Ist dir klar, dass alles, was du hier sagst, von Hatern gegen dich verwendet werden wird? Ich denke schon, ja. Okay. Hast du irgendwas in deinen Taschen, woran ich mich verletzen könnte? Nö. Nicht? Okay, nichts. Du hattest eine komische Gerätschaft, hattest du vorher dabei, habe ich gesehen. Was für Gerätschaft? Die so eine Art Lupe. Ja, genau. Das ist, um Cannabis ein bisschen detaillierter anzuschauen. Das ist geil. Wie ein Juwelier oder so. Dann halt, weißt du, so hier, oh, was ist das für ein Bart? Und die dritte Frage. Wo warst du letzten Dienstag? Abend. Puh, müsste ich jetzt in meinem Kalender nachgucken. Soll ich mal schauen? Nö. Okay, aber ich glaube jetzt nicht, dass es vom Cannabis kommt, dass du dich da nicht erinnern kannst. Das wird mir mal vorgeworfen. Nee, ich habe einfach grundsätzlich viele Termine und müsste jetzt mal gucken, was letzten Dienstag war. Also jetzt so aus dem Stegreif könnte ich es dir nicht sagen. So, ich kriege jetzt den Hund gleich. Der hört nicht auf. Okay, und bleib jetzt. Die Leute lieben den, wenn er dabei ist. Aber der fickt den Ton wahrscheinlich, ne? Okay, gut, dann lass mal. Also, na gut, dann geht's los. Darina.rzk. Was wird denn beraten? Was ist der Kern deines Jobs? Ja, alles um, was das Thema medizinisches Cannabis anbelangt. Also es muss jetzt eben sich gar nicht nur auf die Bedürfnisse des Patienten konzentrieren, sondern auch, zum Beispiel, wie kann man mit einer anderen Firma zusammenarbeiten, denen das Thema wichtig ist oder die in diesen Bereich einsteigen wollen. Und da einfach kann ich ihnen generell von meiner Erfahrung mit Cannabis können, die halt von meinem Wissen profitieren. Ärzte, Patienten, Ärzte, Apotheker auch so? Ja, also es ist auch aktuell, dass ich mit einem Arzt zusammenarbeite, der einfach auch gesagt hat, hey, das ist mir alles super stressig mit diesen Kostenübernahmen. Er hat schon so viele Ablehnungen bekommen. Dem habe ich meine Visitenkarten da gelassen und der war super happy, dass er die an seine Patienten weiterreichen kann. Super, cannapatient.de finden wir die Website, blenden wir euch auch ein, wenn ihr Fragen habt. This is Jadara. Darf man Auto fahren, wenn man ein Patient ist? Darf man. Boah, das ist aber eine ganz klare Antwort hier, die jetzt, da haben die Leute immer so viel Angst davor. Ja, also der Teufel steckt natürlich dann im Detail, aber grundsätzlich ist im Gesetz festgelegt, dass es möglich ist, ein Kraftfahrzeug zu führen unter dem Einfluss von medizinischem Cannabis. Okay, wenn es ärztlich verordnet wird. Okay, cool, na da habt ihr es. A1, Exitzer. Ach, Alexitzer? Okay. Unter welchen Voraussetzungen bekommt man medizinisches Cannabis verschrieben? Sie fragt für eine Freundin. Ja, also so direkte Voraussetzungen hat der Gesetzgeber in seinem Entwurf oder in seinem Gesetz nicht stehen, sage ich mal. Ne? Also es ist nicht so, dass es auf irgendeine spezielle Diagnose jetzt manifestiert ist und man sagt, oh, es können nur Menschen mit schweren chronischen Schmerzen Cannabis bekommen. Es gibt auch Allgemeinärzte, die einem Cannabis wegen Schlafstörungen verschreiben. Mhm. Okay, also es ist ein breites Spektrum. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, wir haben auch ein Interview gemacht, wo wir noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Das verlinken wir hier. Armin Berisha fragt, wir müssen eine Frage zum Cannabis, weil das hat er anscheinend öfter gehört, das hört ich auch immer wieder, und zwar fragt er oder sie, wann bzw. wieso können Psychosen auftreten? Wieso? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist auch noch gar nicht ausgehend erforscht und es ist auch sehr individuell. Also das ist so, wie wenn ich fragen würde, kannst du eine Impfreaktion auf den Covid-Impfstoff entwickeln oder nicht? Ne? Ich meine, manche Menschen bekommen das, manche nicht. Dann lass mich es anders fragen. Wie häufig ist es?
Das ist schon eigentlich selten. Es wurde ja immer auch von der Politik so als Todesargument ja. Verwendet. Und es ist aber nicht so, dass wir, also du hast jetzt... Ich habe jetzt keine Zahl im Kopf, aber es ist auf jeden Fall ein sehr kleiner Prozentsatz. Okay, und dazu vielleicht auch nochmal kurz von mir einen Satz. Alles kann Psychosen auslösen. Ein Autounfall kann Psychosen auslösen. Ich will jetzt nicht mal mit Alkohol und anderen Drogen kommen, sondern es gibt so viele Dinge, die eine Psychose auslösen können, denn die Psychose wird ja nicht geboren von dem, was passiert, sondern sie ist in einem. Und dann gibt es verschiedene Trigger, die diesen Prozess der Psychose in Gang setzen können. Und dazu sagen, ja, Cannabis ist einer der Dinge. Ja, gut, viele andere Dinge auch. Genau, und da weiß man es halt. Ne? Und dann kann man sich auch dementsprechend darauf vorbereiten, dass man eben weiß, okay, irgendwie könnte was komisch sein. Man kann auch sein Umfeld irgendwo dann informieren, die einen auch ein bisschen beobachten. Genau. Wenn man zum Beispiel dann eben mit seinem Arzt dann einen Cannabisversuch dann zum ersten Mal startet und eben noch nie Erfahrung mit Cannabis gemacht hat, dann findet man das leicht raus. Also wir beide sind nicht dafür, das als Argument weiter zu benutzen. Hier. Valentin 07 mit vielen X im Namen, aber ich weiß, dass es Valentin 07 ist. Hast du schon mal davon abgeraten? Also einem deiner Patienten, wenn ja, einer deiner Kunden, wenn ja, warum? Also was heißt abgeraten? Ich habe schon einigen Leuten, die bei mir Hilfe wollten, gesagt, dass meine Hilfe in dem Rahmen, wie sie sich das vorstellen, keinen Sinn macht. Okay. Was gibt es da für einen Grund zum Beispiel? Ja, da merkt man halt deutlich einfach die Patienten, die ja, also das nicht aus medizinischen Gründen brauchen, okay, sondern einfach legal kiffen möchten, um es ganz klar auszusprechen. Okay. Da habe ich, glaube ich, noch eine Anschlussfrage. Groß Kevin fragt, gibt es viele Menschen, die für ein Rezept eine Krankheit nur vortäuschen? Dazu müsste ich ein Arzt sein und ich meine, selbst beim Arzt möchte ich jetzt mal behaupten, gerade im Rahmen von Psychiatern oder Psychiatrie, sage ich mal, das ist grundsätzlich ein Fachgebiet, ja, wo man immer mit dem Patienten redet oder wo der Arzt mit dem Patienten redet und ich meine, natürlich kann man sich sowas auch ausdenken, das muss man schon so auch sagen. Das ist halt, das sind natürlich diverse Sachen, wo der Arzt dann gucken muss für die Diagnose, aber ich möchte schon behaupten, dass man das umgehen kann. Also es ist ja auch umgekehrt, hat es gut funktioniert. Ich weiß nicht, ob dir, wie heißt die, weißt du, wen ich meine, dieser eine Postmensch, der ganz lange Psychiater war, heißt der, nee, der hat auch einen ähnlichen Namen wie du, glaube ich. Maximilian? Nicht Pollux, sondern ich glaube Pössl heißt der oder irgendwas. Der hat sich als Psychiater ausgegeben. Der hat jahrelang als Psychiater gearbeitet und ist Postbeamter tatsächlich. Ja, nicht schlecht. Ali unterstrich... Postel heißt er. Postel, den muss ich mir schreiben, mal auf den gucke ich mir mal an, der hört sich... Interessanter Der klingt wie jemand für einen Podcast von mir. Ali unterstrich the unterstrich real one fragt, hat er selber schon mal gekifft? Also davor quasi, ja. Also du hast davor schon gekifft? Ich habe nicht meine erste Cannabis-Erfahrung mit medizinischem Cannabis gemacht. Ja. Und... Hattest du damals das Gefühl, dass es dir, also dass du eine Selbstmedikation schon vornimmst und dass du versuchst, also wir haben jetzt deine Diagnose nicht gesagt, du hast ADHS? Unter anderem, ja, ich habe auch noch Diabetes Typ 1 und neuropathische Schmerzen. Also ich habe viele Sachen da, aber können die Leute auf die Webseite schauen von mir, da steht auch ein bisschen ausführlicher was zu meinen Krankheitsbildern. Und sorry, was war jetzt noch mal die Frage? Die Frage war, ob du selber schon mal gekifft hattest. Ach so, ja. Ja, da haben wir es wieder, da sind wir wieder. Meine Frage von mir nämlich ist, hast du außer dem, was wir gerade erlebt haben, nämlich der Vergesslichkeit von Nebenwirkungen durch Cannabis gehört? Wir haben jetzt die Psychose gehört, gut, das ist der extrem schlimmste Fall, aber die Vergesslichkeit ist eine Nebenwirkung, die ich bei 100% meiner konsumierenden Freunde erlebt habe. Ja,
Also Appetitsteigerung, ich weiß nicht, ob man das als Nebenwirkung, ne, für ganz viele ist es positiv, ne? Ja. Also gerade Leute mit Kachexie und die von der Appetitsteigerung profitieren, mhm. auch bei Krebskranken ist es natürlich super, diese Wirkung. Ich muss sagen, seit Corona, also ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mal eine Figur wie du hatte, aber ich war sehr lange sehr schlank auf jeden Fall. Okay. Also, aber schaut mal, also die schlimmste Nebenwirkung, mit der ihr rechnen müsstet, sind, dass ihr Bock auf Kekse bekommt. So, das ist natürlich schon... Ja, also es gibt natürlich schon noch viele andere Nebenwirkungen. Was gibt's denn noch? Ja, also ich meine, generell gibt es auch viele Menschen, die Cannabis einfach überhaupt nicht vertragen und sich dann ja nicht wohlfühlen und sich auch sofort psychisch bemerkbar macht, dass sie irgendwie ja Angst bekommen oder einfach ein allgemeines Unwohlbefinden haben. Und ja, für solche Leute sind dann in der Regel Cannabis nicht geeignet. Ne? Mhm. Man sollte dann nochmal gucken, eben wie ist es ihm genau gegangen und so. Und ja, da gibt es auch wieder verschiedene Methoden, das optimal herauszufinden, indem man sich selber Notizen macht auch und solche Sachen. Okay. Gro-Hänger. Was erzählst du Cannabis-Gegnern, die immer noch denken, es wäre eine zu schlimme Droge, um damit so umzugehen? Erzähle ich gar nichts, mit denen rede ich gar nicht. Es ist meine Zeit zu schade dafür. Hast du aufgegeben? Ja, es bringt einfach nichts. Und ich bin in der Form nicht politisch, sondern ich will eigentlich kranke Menschen denen helfen bei dem Behördenkram, sage ich mal. Mhm. Und nicht jeder hat ein Händchen dafür. Und ich sage mal, das liegt mir schon, ja. Roman-Essay fragt, das weiß ich gar nicht, ob du es beantworten kannst, gibt es in Österreich Möglichkeiten, als chronischer Schmerzpatient ein Cannabis-Rezept zu bekommen? Also Dronabinol kann man in Österreich bekommen, das mhm. weiß ich. Medizinische Cannabisblüten nicht. Okay. Sind wir vor den Österreichern? Kommen wir vorwärts. Wie meinst du? Wir kommen vor den Österreichern. Wir kommen auf jeden Fall vor den Österreichern. Also Österreich hat ja eine sehr liberale Stecklingspolitik, nenne ich es mal. Mhm, also Hanfpflanzen sind da ja sogenannte Zierpflanzen zur Raumluftverbesserung legal, solange sie noch nicht in die Blüte geschickt werden. Und deswegen gibt es in Österreich auch überall diese Stecklingsshops und auch, sage ich mal, eine große Grow-Community. Okay. Deswegen möchte ich behaupten, ist da auch nochmal die Verfügbarkeit von Cannabis ja vielleicht nochmal ein bisschen eine andere, weil viele Leute, die regelmäßig Cannabis konsumieren, wahrscheinlich sich eben über solche Kreise dann versorgen. Ah, interessant, ja, okay, weil wir hier gerade in Bayern ja eigentlich gar keinen, also da musst du schon, du musst es schon wollen, damit du hier growst. Absolut, ja. Und da steht viel auf dem Spiel. Ich glaube, du hattest mal einen ganz interessanten Interviewpartner mit diesen Dreadlocks und also Mariko einem Pulli. Genau, der Mariko. Aus Wien ist. Ach, McTroy. Ich glaube, der Name war es. McTroy. Ja, McTroy. Ja. Ja, cooler Dude auf jeden Fall. Gruß geht raus. Nach Wien. So, Nico rode his bike. Muss ich erst diverse Medikationen ausprobieren vor einer Verschreibung? Müssen ist immer so eine Sache. Also ein gewisser Teil an der Standardmedikation sollte man schon nachweisen, dass das nicht gewirkt hat. Okay. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft. Okay. Es ist aber auch traurig, ne, dass die Standardmedikation eben irgendwelche chemischen Hämmer sind. So ist die Realität, ja. Gin-Chiller. Dein wichtigstes Argument für die Legalisierung? Ja, das ist schwierig. Wir haben ja vorhin im anderen Interview schon gesagt, also grundsätzlich bin ich schon für eine Legalisierung. Es ist bei mir einfach nur mit Ängsten behaftet. Von daher möchte ich da jetzt gar kein Hauptargument nennen. Aber es ist einfach, dass die Leute nicht mehr kriminalisiert werden für was im Prinzip in der Gesellschaft alltäglich ist. Ja. Das ist für mich schon der Hauptgrund. Das ist auch ein verdammt guter Grund. Es werden Leben zerstört einfach. Ist ein verdammt guter Grund. So Leute, ich könnte jetzt hier noch stundenlang weitermachen, denn als ich gefragt habe, was ihr den Patientenberater fragen wollt, da hat jeder seine eigene Krankheit aufgezählt. Und ich habe hier von ADS über Angststörungen, über Panikattacken, ich habe über Depressionen, über Schmerzen. Es gibt sehr, sehr viel. Ein guter Bekannter von mir, den ich auf Instagram folge, Dominik Fels, ganz liebe Grüße an dich, hat gefragt, habe ich als Spastiker gute Chancen, deiner Meinung nach? Der Mann sitzt im Rollstuhl und hat mit starken Krämpfen zu kämpfen.
Sollte gute Chancen haben, ja. Der Mann hat gute Chancen, das ist auch der Einzige, den wir jetzt beantworten. Ansonsten, ja, Dominik, vielleicht meldest du dich einfach mal beim Alex. Da verknüpfe ich euch doch jetzt hiermit auf YouTube. Vielen Dank, dass du da warst, dass du das mitgemacht hast. 10 schnelle Fragen oder so. Und ich glaube, dein Business wächst, du wirst noch viel mehr zu tun haben. Und ja, hoffen wir, dass, falls die Legalisierung kommt, sie nicht an der anderen Stelle was kaputt machen. Ja, das ist ein guter Satz. Und dann wird auch trotz der Legalisierung dein Job sicher sein, denn es wird immer Leute geben, die das nicht aus Spaß und Jux und Tollerei brauchen, sondern um eben mit ihrem Leben, also mit ihren Krankheiten umgehen zu können. Vielen Dank, dass du es machst. Ich finde es Hammer. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich habe heute viel gelernt. Schaut euch das Interview an. Und das war's von mir. Wo ist denn der Watson? Ach, da bin ich eben alleine raus. Ich bin raus! Hammer. Lauf mir. Okay. Hallo Leute, mein Name ist Milchschreck im Gesicht, glaube ich. Spür's richtig. Aber komm her. Will er nicht, ne? Okay, will er nicht. Okay, also, bin zu groß getragen. Aber du kannst hier nicht rumlaufen. Komm hierher und zeig mal Sitz. Und jetzt bleib schön brav, was der Papa jetzt macht. Ciao. Bitte stellst du dich dem Verhör. Okay. Ich habe meine Lampe vergessen. Jawohl.